herzlich willkommen im Spezialdepot. Ja, heute ist großer Hobo-Tag. Das heißt, ich stelle euch mal ein paar Hobos vor. Was ist denn überhaupt ein Hobo? Ja, ein Hobo, da spricht man eigentlich davon, wenn der verschiedene Brennstoffe, insbesondere Holz, Blätter, Gras, solche Sachen verbrennen kann bzw. dafür ausgelegt ist. Es gibt verschiedene Kocher, die man mit verschiedensten Brennstoffen beheizen kann. Gel, Esbit, also so Trockenbrennstoffe, vieles andere mehr, Spirituskocher, Benzinkocher gibt es, welche, die mit Diesel, die mit Kerosin betrieben werden. Also bei den Kochern gibt es alles Mögliche. Und eine Kategorie sticht da hervor, weil die eben dafür ausgelegt sind, für Brennstoffe, die man quasi unterwegs findet, wenn man beim Wandern oder im Wald ist. Und die sind eben dafür gemacht, einfach ein paar Zweige sammeln oder wenn man auf dem Weg ist, trockenes Holz mitnehmen. Das sollte natürlich schön trocken sein. Und dann kann man bei denen hier schön Feuer machen. Ja, hier haben wir jetzt so eine Vago, so ein Vago-Kocher. Der ist eigentlich ganz cool. Den kann man hier aufmachen, klein zusammenklappen. Ist eine feine Sache. Der ist jetzt, das ist jetzt die Edelstahl-Variante oder die Stahl-Variante und den gibt es aber auch in Titan. Hier wird dann, wenn man die Holzstückchen reinplatziert und dann kann man hier drunter mit dem Feuerzeug das anzünden und übers Türchen oder von oben dann nachheizen. Ja, also so vom Gewicht her ist das eine coole Nummer. Dann haben wir hier den Hufix. Der Hufix, der wird zusammengesteckt. Hier haben wir jetzt, wie er zerlegt ausschaut. Also der ist auch ganz einfach zusammenbaubar. Der Hufix kommt in so einem coolen Beutelchen. Und ja, mit Magnetverschluss ist eine feine Sache. Beim Auf- und Abbau, beim Abbau gibt es eigentlich nichts zu beachten, aber beim Aufbau sollte man mit der Rückwand hier anfangen. Dann Wand 1, Wand 2 und dann haben wir hier einen Falz, wo das nächste Teil dann eingesteckt wird. Hier ist die Auflage und oben ist es auch. Das dient dazu, dass eben das Unterteil von dem Hufix nicht rausfallen kann. Zack! Und jetzt ist er komplett. Und jetzt können wir den auch kopfüber nehmen, ohne dass da Wasser runterfällt. Ja, also der Hufix ist eine feine Sache. Von der Topfgröße her zeige ich es euch mal mit dem GSI. Der fällt da ein bisschen rein. Das heißt, der sollte größer sein, der Topf, als der GSI zum Beispiel. Ja, soweit zum Hufix-Kocher. Ja, das ist jetzt der Tops. Mit den Stäbchen ist es ganz cool gelöst. Da kann man mit den Stäbchen hochheben, weil die nicht einfach aufgelegt werden, sondern die sind durchgesteckt. Mit dabei ist so ein Täschchen und ja, so ein Zunder wird mitgeliefert. Gut, bei dem Tops hier drauf drücken, innen, wo Front steht und dann kann man die Frontseite runterziehen. So. Dann fällt die Bodenplatte runter. Jo, also bei dem Tops Falthobo, da gibt es einen Trick,
den man beachten sollte. Ich baue hier immer zuerst die Seitenteile zusammen. So. Und dann schiebe ich die Bodenplatte rein. Die wird dann links und rechts so eingesteckt. Und dann kommt das Vorderteil, und zwar so, dass ihr das lesen könnt, dass es das Vorderteil ist. Das wird dann so eingesteckt. Und jetzt muss man nur noch schauen, dass es so reinrutscht. Das ist von, ja, von den Passungen her ist es ganz gut gemacht. Also der hält dann auch. Das ist von dem her cool gelöst. Der ist jetzt einer der wenigen am Markt, der unten geschlossen ist. Und ja, also ich finde den auch ganz cool. Wird auch ganz klein zusammengelegt, transportiert. Und ja, feines Kocherchen. Der Petromax, der BK1. Da haben wir ein ganz schönes Täschchen, wo die ganzen Kocherteile dann einsortiert werden. Passt auch wirklich wunderbar rein. Ist eine feine Sache. Da könnt ihr auch noch anderes Zubehör, was ihr so habt, noch mit dazu tun. Und bei dem gibt es auch einen Trick. Das ist die Vorderseite. Ich habe da übrigens einen coolen Film online von der Messe, wo ich da die Laura interviewt habe und die mir da einiges gezeigt hat an dem Hobo. Und die haben hier jetzt noch Verbesserungen vorgenommen. Das heißt, hier haben wir noch eine große Öffnung zum Heizen. Also da wurde der noch verbessert. Und ja, das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Ich finde es cool, wenn da die Kocher einer stetigen Verbesserung zugeführt werden. Zusammenbau her von dem Petromax BK1 ist es so, da würde ich auch wieder mit den Seitenteilen anfangen. Darauf achten, dass der Schlitz jeweils so liegt, wie dann hier die Ohren sind. Und der andere Schlitz ist hier. Und wenn ihr auf diese drei Schlitze aufpasst, dann habt ihr den quasi schon fertig zusammengebaut. Geht auch schön schnell. Zack. Und dann wieder ähnliches Prinzip wie beim Tops. Das Unterteil einstecken. So. Dann das letzte Stück von hin und fertig ist er. Dann könnt ihr hier noch den Topfaufsatz hinmachen. Und ja, mit dem Topfaufsatz, da passen jetzt auch kleine Töpfe drauf. Das ist gar kein Thema. Ähnlich ist es beim Tops. So. Und dann passt die Sache. Ja, beim Hufix, da müsste man dann halt entweder so kleine Zweiglein oder so drüber legen und da dann den Topf draufstellen. Ja, ist klar, dass die Zweiglein dann irgendwann abfackeln, aber da könnt ihr euch was ausdenken, wenn ihr da was mit kleinen Töpfchen betreiben wollt. Im Normalfall, wenn man jetzt so ein Hobo dabei hat, dann sollte man auch einen großen Topf mitnehmen. Dann passt die Sache. Ja, da sind sie, die drei. Der BK1 von Petromax hat unten Löcher drin. Der Hufix ebenso. Und der Tops, der hat keine Löcher. Warum ist es so? Nun, wie so oft im Leben, kein Vorteil ohne Nachteil. Bei dem Tops, die haben sich wahrscheinlich dabei gedacht, dass wenn das mal schön fackelt und sich eine Glut gebildet hat, dass die Glut nicht durch die Löcher fällt. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Begründung dafür. Ist auch ein gutes Argument, weil wenn man ein schönes Glutbett hat,
dann bleibt es einfach drin liegen und es ist auch für ja, so ganz kleine Brennstoffe geeignet, so ganz kleine Holzstückchen. Beim Hufix ist es so, der hat jetzt fast den gleichen Lochdurchmesser wie beim Petromax. Da können kleine Glutstückchen dann unten durch den Rost durchfallen. Aber wir haben bei den beiden so einen kleinen Kamineffekt. Das heißt, die Frischluft kommt von unten rein und facht dann das Feuer zusätzlich von unten an. Und bei dem hier genauso. Kleine Glutstückchen fallen dann durch, spielt aber keine Rolle, weil man kann ja jederzeit nachheizen. Entweder von oben oder dann hier durch die Zuführungen. Was ich noch Cooles habe für euch, ist das ganz dicke Ding. Da hole ich euch mal einen der größten Hobos, der noch unter Hobo läuft, und den man auch noch mitnehmen kann, aber so ein richtig dickes Ding. Ich hole es mal schnell.